Hallo und herzlich willkommen zu Nähen mit Tina Lisa. Ich möchte euch in diesem und den folgenden Videos zeigen, wie ihr meine Blazerjacke Megan nähen könnt. Für den einen oder anderen von euch ist das vielleicht noch etwas unbekanntes Terrain, aber ich verspreche euch, ganz so schlimm wird es nicht. Wenn ihr euch an alle Tipps zum Zuschnitt und zur Verarbeitung haltet, werdet ihr ein Ergebnis haben, auf das ihr sicher stolz sein könnt. Hier sind noch zwei weitere Beispiele von Megan, so wie sie aussehen kann. Bei der zweiten Jacke ist der Stehkragen noch umgeschlagen und die Ärmel sind mit nahtfeinem Reißverschluss gearbeitet. Ich werde euch beide Versionen zeigen und erklären. Zunächst aber möchte ich euch Megan und ihre Besonderheiten etwas näher vorstellen. Dafür habe ich Megan auf eine Puppe gehängt. Wie ihr sehen könnt, ist sie tailliert geschnitten und hat einen Schößchen-Effekt. Das Schößchen ist vorne etwas kürzer und nach hinten abgerundet verlängert. Sie hat eine Prinzessnaht, um sie auf Figur zu bringen. Im Schulterbereich ist für einen besseren Sitz ein leichtes Polster eingenäht. Der Ärmel ist zweiteilig wie bei einem klassischen Herrensakko und die Besonderheit in diesem Fall ist ein eingenähter Reißverschluss, so dass man den Ärmel offen oder auch geschlossen tragen kann. Von der Seite seht ihr den guten Sitz eines zweiteiligen Ärmels und von hinten könnt ihr sehen, dass Megan zusätzlich durch eine Mittelnaht und außerdem durch weitere Teilungsnähte auf Figur gebracht ist. Hier noch einmal Megan von vorne. Den Stehkragen kann man auch zum Schalkragen umschlagen. Statt Knöpfe habe ich hier eine Art Karabinerverschluss verwendet. Megan hat ein sogenanntes Halbfutter, das heißt, es reicht nur bis zur Taille. Mit Futter sieht es einfach sauberer aus und außerdem erleichtert es das An- und Ausziehen. Die Nahtzugaben habe ich übrigens hier, statt mit der Maschine zu versäubern, mit dünnem Satin-Schrägband eingefasst. Bevor ihr mit dem Nähen beginnen könnt, kommt natürlich für viele das oft ungeliebte Thema Ausdrucken. Bei den Tina Lisa Schnitten gibt es dazu eine nützliche Neuerung, und zwar sind die Schnitte mit Ebenen und einer zusätzlich einblendbaren Nahtzugabe. Wie das funktioniert und welche Vorteile das für euch hat, will ich euch kurz erklären. Ihr öffnet eure Datei, in diesem Fall die für den Rumpf von Megan. Im ersten Moment habt ihr das gleiche Bild, wie ihr es gewohnt seid. Zuerst gibt es den Klebeplan und dann folgen die einzelnen Seiten. Würdet ihr es einfach so ausdrucken, hättet ihr das gleiche Ergebnis, wie ihr es bereits kennt. Links seht ihr so ein Symbol von einem Papierstapel. Wenn ihr darauf klickt, öffnet sich das Menü für die Ebenen. Ihr seht hier die einzelnen Größen, die eingeblendet sind, und jeweils die Nahtzugaben, die erst angezeigt werden, wenn ihr sie einblendet. Durch Anklicken der angezeigten Größen blendet ihr diese aus. Angenommen, ihr habt eine Größe 40 und wollt diese zuschneiden. Dann schließt ihr alle anderen Größen, indem ihr auf die Größe klickt, die ihr ausblenden wollt. Und zum Schluss klickt ihr noch die Nahtzugabe zum Einblenden für eure Größe an. Bei Megan ist es besonders wichtig, dass ihr mit Nahtzugabe ausdruckt. Es sind Ecken eingezeichnet, die euch das Ausrichten und Anlegen des Nahtanfanges erleichtern und ein Verschieben verhindern. Außerdem sind Linien eingezeichnet, für welchen Bereich ihr Bügeleinlage zuschneiden sollt. Ich zeige es euch mal als Ganzes, wie es zusammengeklebt aussehen soll. So würde es dann aussehen, wenn ihr eure Größe, in diesem Fall die Größe 40, mit Nahtzugabe ausgedruckt und zusammengeklebt habt. Am Saum seht ihr an der Nahtzugabe auch die sogenannten Spiegelecken. Warum diese wichtig sind, werde ich euch gleich im Anschluss erklären. Zur Verdeutlichung, für welche Bereiche Bügeleinlage zugeschnitten wird, habe ich euch diese hier farbig unterlegt. Die Linien dafür findet ihr auf der Ebene der Nahtzugabe jeweils.
Da wir zuerst den Rumpf nähen, zeige ich euch, wie der Rumpf zugeschnitten und vorbereitet wird. Hier seht ihr im Überblick alle Teile, die ihr dafür benötigt. Da ist zuerst der Beleg, der wird ganz mit Bügeleinlage verarbeitet. Auf Bügeleinlage verzichten solltet ihr wirklich nur in dem Fall, dass ihr relativ steife und festgewebte Stoffe wie zum Beispiel Jeans verwendet. Ansonsten leidet Passform und Sitz darunter. Das Vorderteil wird im oberen Bereich, so wie es auf dem Schnitt gekennzeichnet ist, ebenfalls mit Bügeleinlage versehen. Außerdem sollte die Schulternaht und ein Abnäherschenkel am Kragen mit Nahtband bebügelt werden. Ich habe es hier rot markiert. Das vordere Seitenteil und das hintere Seitenteil werden nur im Armlochbereich mit Einlage versehen. Das mittlere Rückenteil wieder im Schulterbereich. Außerdem bügelt ihr bitte auch im Saumbereich in Breite des Saumes Bügeleinlage auf und am besten bügelt ihr die Säume auch vor dem Zusammennähen um. Zum Schluss möchte ich noch ganz gerne auf die vorhin erwähnten Bügelecken am Saum eingehen. Da sich die Nähte vom Saum nach oben hin verjüngen, muss es wiederum am Saum nach unten enger werden, also praktisch spiegelbildlich. Sonst hat man später am Saum einfach zu viel Weite, die man nie wieder unterbringen kann. Durch die Rundung am Saum hat man ohnehin schon etwas mehr Weite und das wird ansonsten ein Problem werden. Ihr könnt das hier schon ganz gut beim Umbügeln des Saumes erkennen. Ihr seht, dass sich die Ecken dem Verlauf der Naht anpassen. Was dazwischen noch an Mehrweite bleibt, könnt ihr aber ganz gut verteilen. Mit dem Nähen des Rumpfes geht es dann weiter im zweiten Teil. Dann habt schon mal viel Spaß bei der Vorbereitung und wir sehen uns dann im nächsten Anleitungsteil. Tschüss!